So, weiter geht's um Pokémon Schild und wir gucken uns heute ein wenig in der nächsten Stadt um. So. Und dann gehen wir zur ganz langsamen Richtung ersten Orden auch. Bitte von meinem Energy Drink. So. Und da ist schon die erste Arena. So. Ja. Hey, hallo. Hey, warte mal kurz. So, da sind wir schon. Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Das Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Los, gehen wir ins Pokémon Center. Für kurzer Zeit zeige ich dir auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. So, schau mal, Rotomina ist gerade frei. Rotomina ist kurz beim Rotom-Terminal. Das sind nützliche Geräte für Trainer. Dann kannst du unter anderem das Design der Liga-Karte individuell gestalten. Pass doch einfach mal ein bisschen in der Liga-Karte rum. Das hat der Kreativität freien Lauf. So, die kriege ich von Delion. Du sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Ja. Du kannst das Design der Liga-Karte mit Hilfe von Kartomaten, die du im Pokémon-Center von Gala findest, individuell gestalten. Wenn du deine Liga-Karte anpasst, werden die Angaben darauf automatisch aktualisiert. Jeder Trainer besitzt eine eigene Liga-Karte, die er über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern tauschen kann. Wenn du über den X-Tor das Spielmenü auf Österreichs Liga-Karten ansehen, die du bereits erhalten hast. Ja, das war die erste, die wir, glaube ich, jetzt gekriegt haben. Ja, die Stadt ist ziemlich groß. Aber kein Grund zur Sorge, wenn dir wieder draußen kriegst, wo wir hier sind, was hier los ist. Vergiss nicht, vorher dein Team heilen zu lassen. Ach ja, die Öffnungsmenü. Das weckt Erinnerung. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich ab sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch. So, müssen wir irgendwie uns jetzt gerade ein bisschen heilen. Wir haben nämlich schon nicht viel gemacht. Ne? So, das wissen wir es nicht. Das heißt, wir gehen jetzt raus. Und da ist die Assistentin schon wieder. Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch, was du dein Ziel in Engine City ist? Ja klar, die Arena Challenge. Genau, als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena Challenge. So. Also, die findet morgen im Engine zur Arena statt. Und ein Onix. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um ins Stadion zu kommen. Ich würde mir inzwischen mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Wirklich gar nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. So, genau. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Stadion. Dann gucken wir uns mal die Eröffnungszeremonie an. So, kommen wir da schon hoch. Burak? Ach, Delion wahrscheinlich jetzt, ne? Ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Meine Orientierung ist zu wünschen übrig. Ja, und das war Champ. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Das schaue ich mir auch jedes Mal. So. Oh, hallo. Wie ich sehe, hast du bereits auch nicht an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, die einen Empfehlungsprüf ausgestellt zu haben. Ich habe da etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier gibt es eine Pokémon zum Tragen. Ein Stück Holzkohle, versteckt Feuerattacken. So, du bist fast da. Wenn du Lift hier nimmst, kannst du das Ende des Stadions gar nicht verfehlen. Genau, dann machen wir das doch und fahren mal hoch. Oh, da ist ja schon Hopp. Ja, das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir mal vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt.
Ich zitter schon total von der Universität. Ach, was rede ich da? Da ist keine Universität. Das ist Buchungsanomalie. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeklotzt. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen. So, dann fahren wir da hin. Und da sind wir jetzt im Stadion. Hallo? Ja, sieht schon cool aus auf jeden Fall. Wow, schau dich lieber mal um hier. Überall Arena-Challenge, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Komm, melden wir uns an. Ja. Yeah. Und diesen Trainer werden wir uns auf jeden Fall irgendwann mal noch genauer angucken. Das ist jetzt ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, was geht mit dem ab? Seid ihr zwar hier, um euch anzumelden? Da zeigt mir bitte eure Empfehlungsbrief. So. Oh, eine Empfehlung vom Champ persönlich. Du hast dich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Ja, bitte? Die haben euch beide als Teilnehmer aus der Arena Challenge empfohlen. Da müsst ihr wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet. Mein Name ist von Schildedos kleiner Bruder. Ich drücke in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie? Wo? Was? Wow. Einen Moment bitte. In Ordnung. Ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsst ihr euch nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Genau. Und ich nehme mein Geburtsjahr wie immer. 87. Gut, machen wir das so. Trag bitte immer diese Challenge-Band, damit alle wissen, dass du eine Arena-Challenge bist. Die Eröffnungszeremonie für die Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos zum Crosby Inn übernachten. Dasselbe befindet sich ganz in der Nähe. Wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht dumpen lassen, was? Los, komm. Wir checken jetzt gleich im Crosby Inn ein. Ja, machen wir das so. So. Dann machen wir das doch. Oh, was? Wer bist du denn jetzt wieder? Du bist Arena Challenge Chef, hä? Hab ich recht? Zum Schloss beenden. Gehst hier hin, dann. Wenn du mir bitte folgen würdest. Ach, der Brief ist noch zum Hotel. Okay. Und da unten ist irgendwie so ein Feuersymbol oder so. Das hier. Ist das Feuer? Kann das sein? Kann auch sein, ja. Naja, egal. Dann kommen wir vielleicht auch zurück, was das bedeutet. Bedeutung. Und hier ist das Hotel. Das ist das Schloss beenden. Ein und ruh dich gut aus. Ich muss all deine Kräfte brauchen. Genau, machen wir das doch. Hallo, bin aber hier. Hallo, hi Kids. Wie es aussieht, habt ihr die anderen schon mal erfolgreich erledigt. Hey Sonja, was machst du denn hier im Hotel? Stelle Nachforschung an über das Rätsel für Pokémon aus dem Stummerwald. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Gala-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen in den Kopf zerbrechen. So, diese Statue, was soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferung zufolge als die Gala-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gerne seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Aber bitte nur kurz. Vor langer, langer Zeit erschien am Himmel von Gala ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Plötzlich tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Also hier dieses Gigadinamax. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewaffnet mit Schwert und Schild putzte er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellte angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Wow, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Ja, aber du schaffst das schon. Ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwo werde ich eine heiße Spur finden. Sag mal, sollt ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr übernachten wollt? An der Rezeption scheint viel los zu sein. Stimmt, wir müssen ja noch einchecken. Wenn uns irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid. Genau, dann machen wir uns mal auf. Wollen wir einchecken hier. Hallo?
Meine Kollegen von Team Yell sind extra angereist, um unsere Lieblingstrainer bei der Arena-Challenge anzufordern. Wenn du uns dabei in die Quere kommst, müssen wir leider eine Pokémon platt machen. Ja, mal sehen, wen platt macht. Also scheinbar tatsächlich hier das erste Mal das böse Team kennenzulernen, was sich hier in dieser Region befindet. Nennt sich Team Yell. Scheint so ein Art Fanclub zu sein. Ja, mal gucken. Auf. Und wir dürfen das erste Mal gegen die Jungs kämpfen. So, mit was fängst du an? Du fängst mit einem Zickzack an. Ja gut, das beruht auf Gegenseitigkeit, aber ich werde meinen Hauptblock, glaube ich, als erstes schicken. Ja. Dann gehen wir mal auf Doppelkick, Vierfachschwäche. Das sollte kein Problem sein. Nö, nicht wirklich. So. Erste Pokémon besiegt. So. Hey Leute, das schreit deine Revanche. Zeigt ihm, dass Team Yell immer zusammenhält. Geht klar, Kumpel. Was haben wir schon mal die mögliche Gelegenheit, in der Hotel-Lobby zu kämpfen? Okay, dann machen wir es mal los. Legen wir es mal an. Mit dem nächsten Rüppel. Und du fängst mit einem Kleptifuchs an. Dann machen wir es auch. Ist, glaube ich, normal oder auch nicht Pokémon. Ich glaube, es ist nur nicht Pokémon. Daher wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Was auch immer, es ist down. So, und wir haben dieses böse Team das erste Mal in die Knie bezwungen. So. Ich fühle mich in diesem Nobelschuppen einfach nicht wohl. Sonst hätte ich nie verloren. Was ist das für ein Lärm? Ich dachte, du willst nur einchecken. Hey, Moment, hast du ja war die ganze Zeit gekämpft? Kenn ich dich. Pass auf, steig mit ein. Das wird bestimmt ein gutes Training. Vorher halte ich doch deine Pokémon. Na, ja, das ist cool. Und los geht's. Vor euch steht Arena Challenger Hop, der nächste Champ der Gala-Region. Los geht's. Jetzt heißt es 2 gegen 2. Okay, jetzt wirst du gegen zwei von den Leuten antreten. Oder zwei von den Rüppeln. Wie auch immer. Also wir haben jetzt Zickzacks und Kleptifuchs, also das gleiche, was wir eben als Einzelkampf hatten, haben wir jetzt quasi im Doppelkampf. So, wir gehen auf Kleptifuchs. Ach, einfach glaube ich. So. Dann machen wir jetzt das Kleptifuchs erstmal weg, damit wir das Thema schon mal Ruhe haben. So. Oh, Level 15. Hier kommt schon Pauke, das haben wir ja unserem Zickzacks auch schon beigebracht. So. Und wir nehmen es mit Zickzacks auf, das haben wir. Da, die beiden haben wir schon wieder besiegt. Gut. Hey, was ist hier denn los? Oh, Miss Mary. Ich verstehe, dass ihr mit den anderen Arena-Teilen auf Kriegsfuß steht. Aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Nimm das diesem Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans. Sie nennen sich Team Yell und feuern mich bei der Arena-Challenge an. Aber wie es aussieht, übertreiben sie das mit dem Unterstützen immer noch ein bisschen. Na los, ab mit euch. Geht nach Hause. So. Team Yell will mir jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behandeln sie andere Arena-Challenge oft etwas rabiat. Tut mir leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ach, du bist auch Arena-Challenger. Und du hast deinen eigenen Fanclub. Mann, da bin ich gerade neidisch. So, wir gehen jetzt mal das, was wir schon die ganze Zeit machen wollten, uns anmelden.
So. Dann auf. Damit wir langsam ein bisschen weiterkommen und wir sogar schon mit dem folgenden Ende hier langsam antreten können. So, am nächsten Morgen. Hopp scheint schon früh aufgestanden zu sein. Ab heute wird es endlich ernst. Der Kampf wird eine wichtige Legende von Hopp. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Viel zu viel Energie, der Junge. Viel zu viel Energie. Levi ist auch schon wach. So. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald, Arena Challenger. Soll ich jetzt zum Arena-Stadion führen? Ja, bitte gerne. So. Genau, und die gucken wir uns in der nächsten Folge an. So, und heute geht's weiter mit Pokémon Schild und der Eröffnungszeremonie. Die gucken wir uns heute an. So, wir sind im Menschenstadion und melden uns hier direkt mal, dass wir schon da sind. Genau, dann melden wir uns an, ziehen unsere Klamotten an und dann gucken wir mal, was hier los ist, was hier abgeht. So, da sind wir. Toll, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Und 3,87 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. Komm. So. Und das ist die Zeremonie. So, und jetzt lernen wir nach und nach die Arenaleiter kennen. Yaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwäldermeisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Galas-Experte der Geister-Pokémon. Nio, der Schweigsame. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastischer Feen-Pokémon. Und das ewige Eis. Mei. Der Stecksache aller Arenaleiter, weil der Drachensturm. Einer der Arenaleiter fehlt heute, aber das sind sie. Die ganze Stadt von Gala, unsere Arenaleiter. Genau, es sind nur sieben, es fehlt noch einer. Aber mal sehen. Lernen wir bestimmt noch kennen. Und jetzt gehen wir das erste Mal. Ich weiß es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Da ihr beiden, ehrlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden schützigen Champs sind. Darf ich mich vorstellen? Wo ist das mein Name? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sind meine Augen da? Ihr habt doch schon eigene Dynamax-Binder. Dann hat euch bestimmt ein Wunsch heute hierher geführt.
Die Technologie, die in euren Dynamax-Spendern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr wartet uns eine besondere spannende Arena-Challenge. Sehr schön. Die Bewohner der Gala-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist heute eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Macht's gut. Ah, Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich beste Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ich habe jetzt vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele, nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es gleich angehen. Der Arena-Leiter von Gala müsste in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen wartet zum Turfield. Da kommen die Route 3 hin. Genau, das ist der mit den Pflanzen. Das sollte von unserer Hauptplan nicht das größte Problem sein. Also, gehen wir es mal an. Unser Weg in Richtung Arena.